Hallo, hier bei Resident Evil 7. Und ich würde mal gerne diese kleinen Minispiele hier ausprobieren. Ich glaube, das sind ja hier. Und da steht ja so ja selbst Minispiel da. Ich will sie einfach nur ausprobieren. Ich möchte da nichts gleich schaffen, machen, tun, wie auch immer. Ich will erstmal ein bisschen reingucken mit euch und ich würde gerne Easy Must Die spielen. Ultraschweres Minispiel. Na dann. Ach, das ist ja witzig. Das ist ja mega witzig. Übrigens, es tut mir leid, es ist mir erst später aufgefallen, dass meine Kamera beim Kartenspiel die ganze Zeit diese Boosterkarten verdeckt hat. Das ist ein bisschen laut hier gerade. Das habe ich natürlich beim Spiel nicht mitbekommen. Bereit zum Sterben, klar. Ein Berg von Leichen. Dieses höllische Haus hat nur einen Zweck, die Vernichtung von Eindringlingen. Keine Speichermöglichkeiten, Objekte werden jedes Mal zufällig ausgewählt. Unzählige Fallen und Monster erwarten sie. Ethan wird höchstwahrscheinlich hier sterben, aber keine Angst. Versuchen Sie es einfach wieder und wieder. Klingt nach Dark Souls, Achso, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist verrückt. Niemand schafft es dadurch. Dieses Haus zu erstürmen ist für die meisten unmöglich. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einer der wenigen Auserwählten sind, die es schaffen können, ist es eine Schande aufzugeben. Aber wenn Sie das Unmögliche vollbringen, wartet der höchste Ruhm. Objekte? Ist das Glück auf Ihrer Seite? Die Objekte in Kistentruhen werden grundsätzlich jedes Mal zufällig ausgewählt. Ob Sie etwas Brauchbares bekommen, hängt von Ihrem Glück ab. Besiegen Sie Marjorie im Gewächshaus? Nein, mache ich nicht. Nee, nein! Was? Was? Der Himmel. Besiegen Sie Marjorie im Gewächshaus? Willst du mich verarschen? Nee. Das hat mir nicht gefallen, das mache ich nicht nochmal. Was ist das denn? Eine lila Kiste. Also lila ist ja immer das Höchste, ne? Also. Gut, dass lila war, das Höchste ist. Wir sind gestorben. Ethan must die. Alter, von einmal auf die Kiste hauen, sind wir gestorben. Okay, das war's. Das war das längste Let's Play, was ich jemals gemacht habe. Nein, ich probiere es nochmal. Das ist ja witzig. Zerschlagen Sie Ihren Grabstein. Eine Göttinnenstatue wird an dem Ort erscheinen, in dem Sie zuletzt gestorben sind. Zerschlagen Sie sie und Sie erhalten eines der Objekte zurück, die Sie zuvor. Ich kann gar nicht so schnell lesen. Ich kann wirklich sehr schnell lesen, eigentlich, aber. Wir sind hier gestorben. Natürlich haben wir. Natürlich haben wir nichts zurückbekommen. Weil wir noch nichts hatten. Wir haben ein Messer. Erwähnt, dass wir ein Messer haben? Komm hier, nirgends. Alter, man sieht auch nichts. Was ist denn das da? Oh. Sehr sicher. Da geht's zur Marjorie, denke ich mal. Sind hier wo Kisten? Ich hab nichts. Kommen wir in den Wohnwagen? Natürlich nicht. Sieht hier irgendjemand eine Kiste? Ist ja. Kriegt man hier nur Items durch Kisten? Anscheinend. Was muss ich denn machen? Marjorie im Gewächshaus besiegen. Finden Sie den Gewächshausschlüssel im Wohnzimmer des Haupthauses. Wo war denn das Wohnzimmer? Klingt schon gut. Wo war das Wohnzimmer? Das Wohnzimmer war da hinten, ne? Klingt irgendwie nicht sehr gesund. Und ich habe das Gefühl, wenn uns eine Kiste sofort töten kann. Dann wahrscheinlich auch so ein Vieh. Hier sind überall, seht ihr das? Das sind, glaube ich, Fallen, oder? Oder sind das, ist das der Himmel von draußen? Ah, geht jetzt einfach mal rein. Oh, hi. Okay, hier geht's nicht durch. Aua. Okay, ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. Wow! Okay. Ich glaube auch nicht, dass ich die mit einem Messer. Alter! Das wirklich nicht. Wenn sie eine Holzkiste finden, sollte sie es nicht sofort.
Ist das Klebeband darauf anders? Ich soll die Kisten untersuchen? Wie ist das Klebeband darauf anders? Wie erkenne ich denn? Gerade sagen, das sah für mich normal aus. Da ist noch eine Kiste. Jetzt haben wir aber hier gerade... Sieht das Klebeband darauf anders aus? Oh! Eine Pistole mit 9 Schuss. Guck mal einer an. Ist irgendwo jetzt noch eine Kiste? Das ist irgendwie sehr seltsam. Ich verstehe, warum das sehr schwer ist. Das ist wirklich nicht einfach. Okay, wir haben eine Kiste. Spawnen die hier eigentlich immer nach? Alter, das ist ein Boomer, ne? Ich nenne die immer Boomer, wie in Left 4 Dead, ne? Das ist halt so. Kann man den überhaupt töten? Ich will auch nicht weitergehen, weil... Der köpfe alle Munition verbraucht, das ist gut, ne? Oh, aber er ist tot. Okay, also... Das schlimmste Ding, glaube ich, haben wir gerade getötet. Jetzt folgen nur noch... ...5 andere. Kann ich die denn? Ich darf mich anscheinend nur nicht schlagen lassen, ne? Okay, ich darf mich nur nicht schlagen lassen. Meine Frage ist, ob es Sinn macht, außer bei dem Boomer überhaupt zu schießen, ne? Das macht schon Spaß. Also ich muss dazugeben, auch wenn man die ganze Zeit stirbt, es macht einfach Spaß. Meine Frage ist wirklich, ob es Sinn macht, die jetzt zu töten oder erstmal zu gucken, wie man weiterkommt. Oh. Oh. Ob man die... Wie, kann man die überhaupt benutzen, die starke Arznei? Ah, das Ding ist, der Boomer da oben, der ist nicht geil. Das bringt mir alles gar nichts. Okay, das bringt mir halt wirklich gar nichts. Solange ich nicht weiß, wo ich lang muss. Also hier geht's nicht lang, auf der anderen Seite geht's auch nicht lang. Ist die Schrotflinte da drin? Hängt die Schrotflinte da? Das könnten wir jetzt mal austesten, ob die Schrotflinte da ist. Oh Gott, wie bescheuert, ey. Wie bescheuert, wer soll denn das schaffen? Ich glaube, hier hat man schon Glück, weil man hier 2 Kisten zu stehen hat. Ja, damit kann ich jetzt genau noch nichts anfangen. Ich renne jetzt mal durch und gucke. Der fällt hier anscheinend immer runter. Ich komme da gar nicht rein, anscheinend. Okay, so, jetzt zeig ich die Pistole. Ah! Ich bin sofort tot! Ist die Tür da offen, die rechts die Tür? Ich hätte gerne wieder so ein Run, dass ich gleich vor am Anfang sofort gleich die Pistole habe. Dann würde ich mich nämlich erstmal... Ist das Klebeband anders? Hier ist tatsächlich das Klebeband anders. Also mach ich sie nicht auf, auch wenn sie lila ist und verlockend. Aber ich mach sie nicht auf. Oh! Mit 2 Schuss, wow. Was wollte ich sagen? Sie gleich nach rechts durchrenne. Okay, von der anderen Seite verschlossen. Ah, hier ruht Ethan Winters. Okay. Oh! Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich bin verwirrt. Okay, die war nicht safe, die Kiste. Boah, okay.
Komm, ich komme hier nicht durch, ne? Ist der gerade einfach nur ruhig, weil er ruhig ist, oder? Ist trotzdem von der anderen Seite verschlossen. Ach du Scheiße, ich würde gerne da rein. Da geht's nicht rein, ne? Gott, der Wüterich da oben. Also sind die lila Kisten alle so? Den schaffe ich never ever. Gott, hier ist es offen. Oh! Fuck! Oh Gott, ich bin noch nicht tot. Ich hab keine Munition. Nein, jetzt bin ich tot. Oh fuck! Okay, hier können wir lang. Ach du Scheiße. Oh Mann, wenn man nicht weiß, was man machen soll, ist das nicht... Oh Gott, man muss sich hier, glaube ich, von Ecke zu Ecke, glaube ich, rantasten. Okay, wir können nach links. Ist ja schon mal gut. Und den Wüterich kann ich am Anfang noch... Man hat Ruhe, wenn man die unten da umbringt. Jetzt haben wir gar nichts. Geil. Dann hat man kurz Ruhe. Also nur mit einem Messer anzufangen ist wirklich scheiße, weil da kann man nur verlieren. So rein objektiv betrachtet. Wow. Das wird's bringen. Ja, ja. Also das schafft man nicht. Nur mit Messer schafft man es nicht. Oder ich bin zu blöd. Ist bestimmt super interessant, ne, mir die ganze Zeit beim Sterben zu gucken. Es ist schon witzig. Es ist wirklich witzig. Ich glaube, privat würde ich da mal so ein Partyspiel draus machen. Wer schafft das hier durch? Aber man ist schon angehalten, ne, dass man das auch irgendwie schafft. Also mit der Flinte hat man ganz gute Chancen, tatsächlich. Weil man muss natürlich auch schießen können. Was auch nicht immer so klappt. Erstmal muss man sich ein bisschen in Sicherheit bringen, kurz. Dann den Typen den Kopf wegballern. Dann dem nächsten Typen den Kopf wegballern. Mhm. Oder gleich sterben. Von was bin ich jetzt gestorben? Von der Säure? Ich hab gerade überlegt, warum der nicht stirbt. Sind wir jetzt von der Säure gestorben? Also, ich probier's jetzt nochmal. Das probiere ich noch einmal. Wird jetzt bestimmt noch ein paar Mal. Nein, also, ne, ihr habt ja... Die lila Kisten haben immer andere Klebeband. Die sind immer falsch. Oh, cool. Probier's nochmal mit der Flinte. Das ist natürlich kacke. Die gehen dadurch gar nicht kaputt, wirklich. Okay, na dann sterbe ich gleich sofort. Da stand noch eine Kiste. Da stand noch eine Kiste. Oh je, ich hab nichts. Ich hab nichts. Ein Messer habe ich. Na, Uschi Karanska? So werden wir das nicht überleben. Okay, da unten kommen wir auch nicht lang. Okay, da unten. Okay, also wenn wir hier lang gehen, ist so. Was waren da unten? Waren das? Sind das so ein. Ist das vielleicht so ein Insektending? Oder ist das einfach nur, hier geht's nicht weiter? Es ist schon interessant zu. Also es ist. Ne? So, also aber wenn man hier mit nichts anfangen kann, dann ist das einfach dämlich. Die Pistole wäre gut. Ja, das bringt mir auch nicht so viel. Ja, ja. Immer wieder sonntags. Fallen hier alle runter. Und ich habe eine starke Flüssigkeit. Was mir überhaupt nichts bringt, weil ich sofort tot bin. So, ich versuch's jetzt noch einmal. Und dann beendigt das hier die Farce. Es ist wirklich schwer. Es ist nicht einfach. Es macht Spaß, aber hey. Ist schon krass. Also es ist halt eigentlich Try and Error.
Spielt sich Dark Souls auch so? Sehr, sehr. Ist ja sehr seltsam. Ja, fall da runter. Oh, das war schlau. Das war sehr schlau. Das war alles sehr schlau, la la la. Hier geht es tatsächlich lang. Können die Dinger Türen aufmachen? Wahrscheinlich, ne? Ich hab nicht nachgeladen. Nein! Muss er sagen? So weit waren wir noch lange nicht. Okay. Hey, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Das Ding ist aber, das bringt mir alles nichts. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen, ich habe nur noch einen Schuss. Und das Ding ist, wo soll ich denn jetzt lang? Ich laufe hier doch eigentlich nur im Kreis. Ich laufe hier doch nur im Kreis. Ja, guck mal, ich komme hier gar nicht lang. Na, so ein Schrott. Also geht's da auch nicht lang, oder wie? Verstehe gerade nicht. Wo soll's denn sonst lang gehen? Also wir sterben sowieso gleich, davon mal abgesehen. Weil... Ne? Oder übersehe ich hier irgendwas? Ne, wir haben einen Schuss, der ist wirklich grandios, dieser eine Schuss. Wo die... Oh, guck mal da oben. Ist der da unten? Ja, das ist so ein Kokon-Ding. Tisch mir alt nicht weiter. Das ist ein Kokon-Ding. Okay. Jetzt sind wir aber tot, weil... Okay, wir wissen aber schon mal, wie... Was ist denn das? Okay. Mir war klar, dass das eine Falle war. Ich wollte einfach mal rauf... Ja, man muss halt abwägen, ne? Wo man lang geht, ob man es vielleicht haben möchte oder nicht. Das muss man abwägen. Ich versuch's jetzt doch nochmal. Mann, das ist ja schrecklich. So, jetzt hier. Achtung, Achtung. Ich versuche erstmal die kürzesten Wege zu gehen, ne? Oh, Kraut, ne? Das hilft mir schon mal wirklich weiter. Sollten wir... Ja, das hilft mir jetzt eigentlich nicht mehr weiter. Das schafft man hier nicht. Weg, was ich sagen darf. Oh! Ich hab nicht aufs Klebeband geachtet. Ich habe wirklich nicht drauf geachtet. So, jetzt glaube ich, jetzt reicht's aber. Also ich bin ein Stück weiter gekommen. Wir wissen, dass wir in Richtung Keller müssen. Ich könnte es ja mal privat versuchen, da irgendwie durchzukommen und versuche das mal aufzunehmen. Aber jetzt haben wir uns wenigstens mal Ethan Must Die angeguckt, was wirklich macht Spaß. Musik. Es wäre lustig für einen Stream, wäre das, glaube ich, ganz witzig, die ganze Zeit zu versuchen, das zu versuchen. Ob man das schafft oder nicht. Ja, bereit zu sterben. Wir waren sehr, sehr bereit zu sterben. Das klingt ja witzig.
Und hätten dann noch Jacks 55. Geburtstag, da bin ich auch mal gespannt, was uns da erwartet. Ja, dann ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part oder im nächsten DLC oder was auch immer, sehen wir uns dann wieder. Bis dann, tschüss!